Wir stellen Ihnen den Reward Calculator, Belohnungsrechner, vor. Ein praktisches Tool, mit dem Sie die Höhe Ihrer potenziellen Belohnung im Schlüsselprodukt von Ultima, DeFi-U, abhängig von der Größe Ihres Budgets, berechnen können. Um regelmäßige Belohnungen mithilfe von DeFi-U zu erhalten, benötigen Sie eine Lizenz und einen Split-Contract. Und der Reward Calculator hilft Ihnen, dies auszuwählen. Sie können den Rechner selbst verwenden oder Ihren Freunden einen Link dazu schicken, die noch nicht DeFi-U nutzen, um die Möglichkeiten des Produkts zu demonstrieren. In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie den Reward Calculator verwenden können. Der Rechner ist auf der Website Ultima Business im Bereich Promo Materials verfügbar. Um den Link zum Rechner mit anderen teilen zu können, müssen Sie das Kästchen mit dem Text "I allow sharing my contact information" ankreuzen. Anschließend können Sie den Link zum Rechner kopieren. Der Rechner hilft Ihnen, eine Berechnung für den VIP-Pool und für den Community-Pool durchzuführen. Sie können den entsprechenden Pool in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auswählen. Wir beginnen mit der Vorstellung des Rechners für den Community-Pool. Bitte beachten Sie, dass es zwei Optionen gibt, um mit dem Rechner zu arbeiten. Sie können Ihr geschätztes Budget angeben und der Rechner schlägt die besten Varianten für Lizenzen und Split-Contracts vor, ausgehend von Ihrem Budget, und berechnet dann die Höhe Ihrer potenziellen Belohnung. Sie können verschiedene Optionen für Lizenzen und Verträge auswählen und eine Berechnung der Belohnungen und der Budgetgröße für deren Erhalt durchführen. Zunächst machen wir den ersten Schritt und geben in der Spalte Your Budget die Höhe des Budgets in Euro an. Bitte beachten Sie, dass der Rechner die Berechnung unter Berücksichtigung des Aktionsangebots vornimmt, wenn gerade eine Promotion läuft. Nehmen wir an, Ihr Budget beträgt 220 Euro. Der Rechner berechnet sofort die folgenden Daten: passende Lizenzen, License, Limit, Limit und die Anzahl Amount der Lizenzen. Das Lizenzlimit bestimmt die maximale Anzahl der Unity Split Tokens, die im Rahmen dieser Lizenz verfügbar sind. Je teurer die Lizenz, desto höher das Limit. Geeigneter Split Contract, Contract Package und verfügbare Anzahl von Verträgen. Amount. Die Gesamtkosten eines Splits, One Unity Split Price, sowie der Gesamtbetrag in Euro, den Sie benötigen, um die Arbeit mit DeFi-U zu beginnen, total. Unten im grünen Block sehen Sie die erwarteten Belohnungen in Form von Ultima, sowie den Gegenwert in USDT für einen Tag, einen Monat und ein Jahr. Day, Monthly, Yearly, in der aktuellen Halving-Periode. Standardmäßig wird der Wert anhand des aktuellen Ultima-Kurses berechnet. Sie können jedoch auch zusätzliche Berechnungen durchführen, indem Sie den Token-Kurs in der Spalte End Rate ändern. Aktuelle Halving-Werte. Die Anzahl der Tokens, die täglich auf den Markt kommen, Daily Amount, wie viele Tage bis zum nächsten Halving bleiben, Days Before Halving, sowie die Größe der täglichen Belohnung nach dem nächsten Halving, Next Daily Amount. Aktuelle Netzwerkindikatoren, Anzahl der Unity Split im Netzwerk, Unity Split Supply, Split-Belohnung, Reward per Unity Split, Ultima-Preis, Ultima-Price. Hier können Sie auch den Ultima-Kurs zur Berechnung angeben, End Rate. Alle Werte werden auch auf dem Smartphone-Bildschirm rechts angezeigt. Wir haben Ihnen gezeigt, wie der Rechner funktioniert, wenn Sie Ihr Budget eingegeben haben. Wenn Sie berechnen möchten, welche Möglichkeiten Sie mit unterschiedlichen Lizenzen haben, wählen Sie in der Spalte License verschiedene Optionen aus und der Rechner führt eine Berechnung durch, basierend auf der ausgewählten Lizenz. Sie können auch die Art des Contracts angeben, den Sie abschließen möchten. Der Rechner berechnet dann Ihr Budget und schlägt Ihnen die optimale Lizenz vor. Und in der Spalte Your Budget wird das für den Produktkauf erforderliche Budget angezeigt. Bitte beachten Sie, dass sich der Lizenztyp ändert, wenn Sie die Anzahl der Contracts erhöhen. Sie können auch eine Lizenz unten auf dem Bildschirm auswählen. Nachdem eine Lizenz und ein Contract ausgewählt wurden, sehen Sie in den Feldern unten eine Berechnung der Belohnung sowie die aktuellen Netzwerkindikatoren. Das Funktionsprinzip des Rechners zur Berechnung einer Belohnung im VIP-Pool ist dem oben beschriebenen Prozess ähnlich. Im unteren Bereich des Rechnerbildschirms finden Sie Ihre Kontaktinformationen sowie einen Link zur Registrierung
über Ihren Empfehlungslink. Wir haben Ihnen also den Reward Calculator vorgestellt. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie diese jederzeit an unser Support-Team senden. Wir sind sicher, dass der Rechner zu einem nützlichen Werkzeug in Ihrer Arbeit wird. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei und hohe Profite.